Gut. Also, Financial District Süd ist das nächste. Bestenliste sagt, ich bin gar nicht gerankt. Und Platz 100 hat 3,17 bei 2,52 Weltrekord. Es ist 25 Sekunden Puffer, spricht eigentlich dafür, dass da nicht so viel geschwitzt wurde. Ich hatte gerade 3,0 Steher und bin nur 7 Sekunden langsamer. Ich probiere das jetzt einmal, weil ich es cool fände, damit in den Top 100 zu sein. Ich fahre das jetzt einmal mit dem Shirogan. Auch wenn der Wagen ja nicht besonders gut ist. Ich glaube nicht, dass das was wird. Glaube ich auch nicht, aber ich probiere es trotzdem einmal. Ja, mach ruhig. Ich kenne die Strecke ja gerade nicht mal aus dem Kopf. Also es ist jetzt wirklich mehr so ein Fun-Try. Enge Strecke. Dann wird es umso weniger was mit dem, aber trotzdem. Einfach nur, weil er geil aussieht. Nö, ich glaube nicht, Sander. Aber selbst wenn ich es kalibriert hätte, Sander, dann würde das fest auf dem Gallardo liegen. Scheiße! Nicht so ganz so geflogen, wie ich wollte. Hab ich auch schon. Was? So was hatte ich auch schon. Mit dem Chirurgen machst du eigentlich alles falsch auf der Strecke, was du falsch für den Pickup fettest. So. Ja, ich nehme den Wagen ja gerade auch mehr just for fun, so, ne? Ja, ich sag ja nichts. Das ist keine Strecke für den, das wird Blödsinn. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Strecke gibt, wo der für Top 100 wirklich gut ist. Ja, und Baum. Okay. Hat er nicht Top Speed? Nicht. Ja gut, ich hab den ähnlich, also mir ist das egal. Ich probier's nochmal, weil ich zwei dicke Fehler gemacht habe, die nicht hätten sein müssen. Ich mag den halt eigentlich, von der Fahrweise und vom Aussehen, ja, aber der ist halt nicht besonders flott. So. Dann lasse ich sie halt weg, Eliam. Es ist so lustig mittlerweile, wie oft ich irgendwelche Abkürzungen fahre, die mir früher beigebracht wurden und mittlerweile heißt es, nee, das ist langsamer, fahr das nicht. Durch die Baustelle, oder was? Ja, ja. Ist ja unter dem Haus lang, ja. Wo man auch mit dem Slalom lang musste. Damit. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß es so. Der Amo sagt, das ist langsam. Also jahrelang gewöhnt man sich dran, solche Strecken so zu fahren und so langsam kommt man auf ein Level, wo man jede Strecke kennt. Und dann heißt es, ja. Nein, fahr das nicht. Ist aber ein bisschen traurig drüber. Was? Da wäre ein bisschen traurig drüber. Traurig würde ich jetzt nicht sagen. Das Problem ist, wenn ich es jetzt normal fahre, habe ich keine Ahnung, wo ich lang muss. Jo, da war es auf jeden Fall schon mal nicht. Der Sprung ist mit Abstand das Nervigste für mich an dem Rennen. Ja, das Rennen ist halt generell ein bisschen anstrengend. Ein bisschen. Stadtkraft. Scheiß Stadtkraft. Ich weiß noch, dass der letzte Sprung hier für mich immer die Hölle war. Ich weiß nicht, ob man da die Wall grinden soll oder. Nee. Einfach stark vom Gas gehen, vielleicht ein bisschen abbremsen, damit du halt sauber danach lenken kannst. War zumindest das so, was meines Wissens nach das schnellste da war. Aber ich fände es trotzdem lustig, wenn ich mit dem Auto hier in irgendeinem Rennen Top 100 werden würde. Oh Mann, Alter, ich war voll in die Wand. Okay, jetzt gucke ich mal, wie meine Zeit werden würde. Mit dem einen dicken Fehler noch drin. Ja, Eliamo sagt auch vor der Rampe da bremsen. Ja, doch jedes Rennen studiert. Ja, schon.
so viel Zeit würde ich gar nicht in das Spiel investieren wollen. Kommt mir aber sehr zugute, dass der Leamo so viel Ahnung hat. Das Getriebe vielleicht beim Winter Agent erst unterstellen sollen. Ich kann 400 Topspeed fahren, aber ja, nicht mehr viel. Also ich schaff's, glaube ich, mit dem Chirurgan nicht. Also, ja, ich habe jetzt eine 3.24 gefahren. Dann noch einmal jetzt mit dem Chirurgan, sonst wechsle ich auf den Gallardo und dann geht er wieder flott hier. Aber irgendein Street Race mit dem Chirurgan in die Top 100 fände ich schon lustig. Stage Event. Theoretisch, also wenn er nicht so einen Top Speed hat. Naja, okay, nicht mal so ein Top Speed, aber mit Windschatten, dann zieht sich das Auto mit. Ja. Und dann in Stage Event eh nicht viel auf Platzierung in die Top 100 geht. Das stimmt schon. Könnte funktionieren. Boah, das war richtig komisch gerade auf dem Dach bei mir. Ich bin da richtig komisch lang geflogen. Das könnte kritisch werden. Ja, wie auf Null abbremst. Was ist das denn? Eine kleine Dreckskante und du wirst direkt auf Null gebremst. So ist das. Das hatte ich dreimal mit dem Winter Agent. Jetzt habe ich auf Gallardo gewechselt, weil ich da Bock auf das Auto habe. Also hast du nie Bock auf den Gallardo und jetzt wechselst du zum Gallardo, weil du keinen Bock auf ein anderes Auto hast. Ja, Stadtdinger zu halt, ne? Da kann ich ja leider kein S2000 oder so fahren. Ich könnte die C2 2.0 fahren, aber... Ja, aber das wird nichts hier mit dem Chirurgan. Ich bin einen Baum gebrettert. 20% auf 24. Auf Baum. Ja, nach dem Sprung. Ja. Nein, ich schaff's wieder nicht. In Längen nicht. Jetzt war die 3.17. Ich springe wieder von Corner zu Corner. Nee, nee. Nee, nee. Cheers, Razor. Nee, nee, nee. Gallardo. Da soll's der Gallardo sein. Wie stark soll ich denn da abbremsen? Hilfe. Das könnte ich dir auch nicht sagen.
Ich sehe, Izzy und Dave fahren dieselbe Strecke, glaube ich, gerade. Das ist gerade so asozial. Was der Gallardo für einen Kurvenspeed hat, das sollte der Winter Agent nicht einmal hingekriegt. Naja, das ist das Ding. Er ist halt einfach besser. Alter, ich will mal wieder ein neues, schnelles Auto. Oder halt zumindest ein gleichwertiges. Ja, klar. Das stimmt schon, wäre schon mal angebracht langsam. Summit-Version vom Huracan oder so, der den Gallardo einschrumpft. Ist mir egal, aber hauptsache kein Gallardo. Gallardo kommt jetzt. Junge, das war so assi, dann gibt's ja gar nichts mehr. Heißt am besten noch Better Edition. In der Ammo sagt Winter Agent ist besser. Das sehe ich nicht so. Ich auch nicht. Aber ich mag den Winter Agent auch nicht besonders von der Fahrweise her. Ey, ich hatte 2-0 Steher mit dem Gallardo und fahre 3-12. Das Ding ist asozial. Ich glaube unter 3 sogar möglich mit dem hängen. Theoretisch. Kann mich nicht beschweren, Razor und selber. Startkurse fahre ich immer Motor und Perspektive, damit die Kurve besser hängen kann. Ich würde mir die ganzen Laternen und so viel zu sehr auf den Sack gehen. Ja, bei einer Stelle hast du die ganze Zeit so einen Zaun im Gesicht, das ist nervig. Und das ist halt nach der nächsten Bodenwelle wieder weg, dann geht das. Okay, Razor. Ich hab eine vage Erinnerung im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das richtig war. Was war denn bei dir? Erzähl nochmal, wenn du das willst. Ja, genau. Weshalb nochmal, wenn du es erzählen willst? Ja, First Try 3.8. Gallardo ist nicht übermächtig, nein. Ja klar, der Chirurgan ist auch nicht so gut, aber 3.8 im First Try ist jetzt schon hart. Das ist 29 Weltrangliste. Krass. Heftig, heftig. Ja, ne, so leicht kann es gehen. Man fährt es einmal Gallardo und Punkt.